Typisch Michel wird euch präsentiert von Schöneck Garage Spiez, euer Ford-Spezialist im Berner Oberland. Und mit Leib und Seele von Ernie. Haar, Kleid, Bar, Spa. Heute führt uns der Weg in Schönemmental zum Dörfrennfahrer Tom Lütti. So, da sind wir in Linden und wir gehen jetzt zum Tom Lütti. Grüß dich nochmal. Der Tom Lütti ist der momentan populärste Schweizer Dörfrennfahrer und 17-facher GP-Sieger. Letzte Saison war er in der Königsklasse MotoGP, jetzt wieder zurück in Moto2 WM. Dort fährt er jetzt um Sieg und Titel und feiert grosse Erfolgserlebnisse. Er könnte nach 2005 zum zweiten Mal Weltmeister werden. Der Emmentaler ist 32, hat zwei Schwestern und wohnt dort, wo er aufgewachsen ist, in Linden. Hat es jetzt gelüftet? Hallo! Morgen, guten Morgen! Geht's gut? Hallo, tipptopp, herein. Darf ich noch kommen? Ja. Merci. Schuhe aus? Nein, nein, das ist gut. Okay. Zuerst mal merci für den Kaffee. Bitte schön. Und merci, dass du dir Zeit nimmst für uns. Ist ja nicht selbstverständlich, gell? So viel wie du unterwegs bist. Kein Problem. Am Donnerstag bist du heimgekommen. Keres Aragon. Genau. Und jetzt wieder hier daheim, in Linden. Ist es immer wieder so ein bisschen ein Zeitpunkt zum Abschalten, wenn du ein paar Tage frei hast? Ja, definitiv, ja. Ich meine, ich wohne hier extrem ruhig. Ja. Es ist wirklich nichts los ringsum und es ist eigentlich perfekt. Ja. Der stressige, hektische Alltag im Paddock und dann hier daheim ist absolut der Gegensatz. Und das ist eigentlich schön zum Erholen. Ja, ja, du wohnst vielleicht ein bisschen abgelegen da, bis wir dich gefunden haben. Das war schon mal eine Herausforderung. Wohnst du hier alleine? Mhm. Ja, ich wohne alleine da. Genau. Okay. Und bist auch hier in Linden aufgewachsen, die Familie immer noch im Umfeld da? Genau, genau, ja. Ich bin hier aufgewachsen, bin dann ein bisschen unterwegs gewesen. Also ich bin eigentlich nie richtig weit weg mit Wohnen, meine ich jetzt. Viel halt immer unterwegs, sonst und fast nie daheim. Und das geht mir jetzt eigentlich genau gleich. Und jetzt bin ich seit, das ist das zwei Jahre, bin ich eigentlich wieder zurück, ja, fast schon aufgewachsen bin. Aber eben, wie gesagt, ich bin fast nie daheim, ich bin so viel unterwegs. Und das genieße ich es umso mehr, wenn ich mal daheim sein kann. Sehr schön. Ja, ich bin gespannt, was wir heute noch von dir werden sehen. Und vor allem bin ich gespannt, was wir heute zusammen machen. Was hast du da geplant? Ja, ein bisschen Action habe ich gedacht. Oder? Action ist nicht schlecht. Okay. Aber für das Zeigen gehen wir jetzt am besten schnell raus. Dann kannst du es zeigen. Ja. Okay, gut. Also. Können wir schauen. Voilà! Voilà. Wir gehen auf das Bike. Auf das Bike? Ja. Ist das okay. Etwas? Ja, ich weiß. Also wie auf das Bike? Auf das Velofahren? Ja. Ich glaube, zuerst war sie schnell ein bisschen unsicher. Sie hat nicht recht gewusst, okay, wie gehen wir jetzt rein. Ich wohne halt ziemlich abgelegen und dort geht es auf und ab und so. Und ja, von Action geredet. Voilà. Also so ein bisschen über Tagger, oder? Ja, über Stock und Stein. Oh, merci. Ja, okay, gut. Action, oder? Also, hast du mir noch Kleider oder so? Ja, sonst müssen wir nicht schnell schauen. Müssen wir nicht schnell schauen. Ja, gut, also, okay. Auf und schön. Los. Schön. Ist das so ein bisschen dein Trainingsprogramm? Ja, das gehört doch wieder dazu, ja. Ja. Ah. Ja, denkt vielleicht irgendwie etwas motorisiert, so, Töff oder so? Zu wenig Action. Mal, das stimmt auch. Stimmt auch. Das ist gut. Also, ich muss dann noch schnell ein bisschen Luft rein tun. Also. Ja, dann müssen wir uns auch irgendwie umziehen. Und dann legen wir an den Schal. Ja, ja. Also, ist gut. Ja, eben, du sagst, das gehört so ein bisschen zu deinem Trainingsprogramm. Wie stellen wir das vor? Gehst du alleine einfach biken oder in Gesellschaft? Oder? Ja, verschieden.
Wenn ich natürlich daheim bin und eben ein bisschen Zeit habe, das Wetter gut ist, halt auch, dann kann ich von mir aus, von daheim aus los. Ja. Und das ist halt perfekt. Und dann kann ich viel auch, ja, allein schnell eine kleine Runde machen oder so. Okay. Aber es gibt so, dass ich mit dem Trainer mal gehe oder mit dem Physio oder so, das schon, ja. Ja, cool. Also, dann machen wir das heute zusammen. Gut, machen wir das, genau. Los! Action, Action! Halt mir nicht den Ball, gell? Nein, nein. Jetzt musst du eh nur noch aufstehen. Ich freue mich zu runterfahren. Ja, es war ziemlich fies. Gewesen. Wir sind wirklich bei mir los und dann geht es halt rauf, rauf, rauf. Und schlussendlich geht es einem einfacher, wenn man zuerst ein bisschen einfahren könnte, geradeaus und dann rauf. Also das war ein bisschen fies. Nein, gut. Ich denke, er ist definitiv nicht einer, der die Öffentlichkeit sucht. Das sieht man ja, er ist nicht wahnsinnig viel in den Medien präsent, auch nicht, wenn es um sein Privatleben geht. Es ist halt sicher, die ganze mediale Arbeit und so drehen sich vor allem um den Job, oder wenn ich im Paddock bin, wenn ich am Arbeiten bin und so weiter. Und das ist eigentlich gar nicht gross viel Zeit zwischen mit dem Training und so weiter. Social Media probiere ich schon auch aktiv zu sein, aber ich bin sicher nicht der Aktivste. Das ist so. Also komm, wir müssen noch etwas Action machen. Das ist ein drunkenes Lämpchen da. Zu wenig Action also. Dann tun wir doch das ändern. Also los. Laga! Ja, so schnell wie du kann ich nicht. Ich bin nicht lebensmüde, gell? Ich bin nicht lebensmüde. Nein, ich kann nicht so schnell. Sie hat sich gut gehalten, aber schlussendlich eine riesige Challenge, seien wir ehrlich, war es nicht. Aber schlussendlich war es ja cool, einfach ein bisschen draussen zu sein. Nebst dem Biken, was hast du für Hobbys noch? Joggen oder halt, ja, joggen. Velofahren, Biken. Oder auf dem Dörf natürlich, das ist halt... Das Naheliegendste, ja. Ja. Grossdörf, das ist das, was ich in der Schweiz machen kann. Aber ja, ich würde sagen, es ist in der Schweiz noch schwierig. Ja, schwierig, ja. Und viel gehen wir halt auch Kollegen fahren von mir auch. Gross, und das ist auch für mich ein perfektes Training. Und gleich hat man irgendwie ein cooles Wochenende und Spass zusammen. Noch ein bisschen Kollegen. Ganz verbinden, und dann gehen wir meistens auf Italien. Mhm. Okay. Norditalien hat viele gute Strecken. Cool. Ja. Macht Sinn. Hier in der Schweiz bringt es nichts.
Und da stehen sie auf das Mal mit im Wald, zwei Fans von Tom Lüthi. Ja, gut. So, sehr gut. Also, lächeln. Tipptopp. Merci, merci vielmals. Viel das ist jetzt ein Highlight. Ja, jetzt müssen wir auch. Mach nichts. Schönen Tag. Schönen Tag, merci. Ade. So, Pause. Ja, Tom, jetzt haben wir da noch gut. Zwei Fans gesehen, getroffen von dir, gell? Sieht so aus, ja. Du gehst in den Wald biken, weißt du, nicht einmal im Wald. Noch im Wald kennen sie dich alle. Wie ist Trotzverkleidung. Ja. Ja. Wie ist es für dich? Da? Nein, es ist ja schön. Ich meine, nicht so, sowieso ist es wirklich entspannt und schön. Es, ja. Ich meine, auch wenn wir die Leute kennen oder so, zeigt es irgendwo, dass sie sich für den Sport interessieren, den ich mache. Und das ist ja irgendeine, ja, eine Wertschätzung gegenüber dem, was ich mache. Und das ist sicher auch Motivation. Also, das ist sehr schön. Aber du wirst schon viel angesprochen. Du kommst nicht weit, ohne dass sie dich... Ja, es geht schon. Es geht schon. Jetzt. Die kennen mich schon, ja. Okay. Du hast mir vorhin auf dem Velo noch erzählt von einem anderen Hobby, das du hast. Das hat mich noch ein bisschen überrascht. Also Helikopterfliegen. Wie bist du dazu gekommen? Ja, eigentlich... also es hat mich immer schon fasziniert. Als ich ein kleiner Gilbe war und so, war das wirklich etwas, was mich extrem fasziniert. Und dann... ist das eigentlich zustande gekommen über einen Partnersponsor, den wir im Team hatten. Er hat die Ausbildung angefangen zu machen und das war so ein bisschen wie eine Chance für mich. Okay. Und dann hat er mich wie mitgezogen und dann gesagt, ja, jetzt packe ich die Chance und mache es, ja. Genau. Das ist eigentlich etwas ganz anderes als auf der Rennstrecke, gell? Richtig. Es ist auch mehr so ein bisschen die Ruhe und die Aussicht. Ja, so es ist allgemein. Es ist sicher, ich meine, man muss den Kopf voll bei Sachen haben. Ja. Man muss wirklich super vorbereiten und so. Und das ist eigentlich auch... Und er ist natürlich der Gegensatz vom Rennfahren ist nicht ans Limit gehen, oder? Ja. Nicht das Limit pushen und so. Nein. Es ist einfach immer so ein bisschen die Reserve noch zu haben. Ja. Und es ist eigentlich etwas, was man den Kopf sicher auch braucht. Wo durch das, dass man voll konzentriert ist, ist die Ablenkung vom Rest irgendwie auch. Ich kann nicht da? Irgendwie über Sachen nachdenken und einfach schnell fliegen, oder? Ja. Das wirklich ganz machen oder gar nicht. Und machst du das häufig oder wie stellst du das vor? Ja, mit Leuten zusammen? Ist es schwierig. Es sind nicht extrem viele Flüge, die ich machen kann. Aber schon, probiere natürlich Regelmäßigkeit zu haben. Ja. Ja. Cool. Und Kiten gehört auch zu deinen Hobbys, gell? Genau. Genau. Aber, das ist ein ziemlich grosses Hobby, aber nicht in der Schweiz. Nicht in der Schweiz? Ja. Aus welchem Grund? Das Wasser ist zu kalt. Nein. Ein Warnduscher? Ja, genau. Nein, es ist halt so, dass ich bin halt so der Ferienkiter. Ich meine, wenn ich da in der Schweiz bin, bin ich nicht so viel da. Und dann komme ich halt nicht wirklich dazu, jetzt noch zu kiten zum Beispiel. Ja. Im Schnee bin ich mal gewesen, letzten Winter snowkiten. Ja, das okay. habe ich mal geschafft. Aber sonst ist es schon so, dass wenn ich Ferien buche, dann gehe ich irgendwo ins Meer. Und dann gehe ich halt dorthin, wo man kiten kann. Okay, cool. Ja, jetzt würde ich sagen, kommen wir an dieser Stelle zu unseren Social-Media-Fragen. Die Zuschauer haben die Möglichkeit gehabt, über Instagram, Facebook dir eine Frage zu stellen. Ist das okay, wenn ihr da zwei, drei rauspicken? Die... Kommt drauf an, ja. Ja, nein, wir schauen mal, ist gut. Ja, ist gut. Unsere Social-Media-Fragerunde wird aber je unterbrochen durch einen Bär oder doch eher durch einen Hund. Leck ist der Tomer Club. Heute Morgen war es sehr spät. Sorry. Hey, zuerst machst du so grosse Augen. Dann kommt ein Bär. Ein Bär? Ja. Nein, jetzt hier Bär. Nein. Sorry. Du schaust, du machst eine grosse Augen und er schlägt etwas ran. Ich kann mich nicht mehr holen, sorry. Hast du einen Tropf wenigstens? Ja. Wie er ein Klöpf. Nein, das ist so, aber jetzt die Fragen beantworten. Ist Superbike WM auch ein Thema für dich? Ja, zurzeit sicher noch nicht. Ich meine, Superbike WM ist eine interessante Klasse. Es ist halt sehr seriennach. Es ist komplett etwas anderes wie der GP-Sport. Aber wer weiß, was in Zukunft ist. Ich kann jetzt sicher nicht Ja oder Nein sagen dazu. Im Moment ist der Fokus voll auf den GP-Sport mit der Moto2-Klasse. Aber ja, wer weiß, was irgendwann später mal wird sein. Was ist deine grösste Niederlage? Grösste Niederlage?
Als Sportler ist sicher so allgemein der Moment, wenn man verletzt ist. Und ich habe 2013 in der Ellbogen recht stark verletzt gehabt. Und habe wirklich im ersten Moment nicht gewusst, ob ich überhaupt weitermachen kann, ob ich überhaupt wieder auf den Dörf kann. Und das war sicher so ein Moment in meiner Karriere, der extrem schwierig war. Ja, es war wie eine Niederlage. Ich war machtlos, ich konnte nicht fahren. Und dann aber schlussendlich, muss ich vielleicht auch dazu sagen, aus dem raus wieder rauszukommen und vorher zu kämpfen, wieder, hat mich sicher auch irgendwo stärker gemacht. Was steht jetzt noch im Plan? Jetzt gehen wir richtig Gym. Ich muss dort noch etwas machen. Und wo wäre das? In Lützowli. Okay. Ist er nicht genug mit mir auf dem Bike? Langweilig? Nein, nicht langweilig. Einfach noch etwas tun. Du musst noch etwas bewegen. Ja. Also, komm. Also. Gehen wir. Wir machen uns auf den Weg Richtung Lützowli, wo der Tom noch ins Training muss. Ja, Tom, mit 7-jährig hast du angefangen. Deine Karriere. Wie ist es eigentlich dazu? Wie ist es dazu gekommen? Lang ist es her, ja. Ja. Also mein Vater ist schon Rennen gefahren. National einfach. Unter das habe ich es ja, wahrscheinlich schon ein bisschen im Blut gehabt. Und ja, hat es mit der ganzen Pocketbike angefangen. Mhm. Mein Nachbar, der ist zugezogen bei mir, hat so Pockets gehabt. Und dann bin ich zuschauen. Und so ist eins mit dem anderen gekommen. Es ist ja schon eine risikoreiche Sportart, das muss man sagen. Also, wie gehst du so ein bisschen mit dem um, mit dem Risiko? Wird man da mit dem Alter wird man ein bisschen nachdenklicher oder nicht wirklich? Ja, ich glaube, das ist allgemein so im Leben. Dass man, wenn man älter wird, denkt man über viele Sachen ein bisschen mehr nach. Klar, es ist ein Risikosport, das ist ja so. Aber ich weiss natürlich auch, was alles dafür gemacht wird. Also, die Strecken sind heutzutage relativ sicher. Es wird viel für die Sicherheit gemacht. Anzüge, die wir anhaben, Helme und so weiter, die ganze Ausrüstung, also wirklich ständig weiterentwickeln, dass so die Sicherheit gewährleistet ist, soweit es geht. Aber mir ist natürlich auch bewusst, dass ich etwas dafür tun muss. Ich meine, eben mit Training, Vorbereitung und so weiter, körperlich fit sein, mental fit sein, das gehört natürlich auch dazu. Jetzt noch etwas zu deiner Karriere selber, eben nach deiner Rückkehr in Moto 2. Wie läuft es? Wie bist du zufrieden momentan mit der Saison? Gut. Wir hatten einen sehr guten Saisonstart gehabt. Ja, 4 Rennen hatten wir. Eins hatte ich leider einen Over. Das ist ein bisschen schade. Der Rest war wirklich gut. Auf hohem Niveau fahren können. Und das ist schön, weil wir eigentlich vor der Saison nicht recht gewusst, wo das ist schlussendlich. Das Zurückkommen jetzt, wir hatten zwar gute Tests im Winter, gut können vorbereiten, aber gleichwohl, es ist halt nicht ein Ernstkampf, nicht ein Wettkampf. Und da haben wir nicht gewusst, okay, wo bin ich denn schlussendlich. Und dann beim ersten Rennen auf dem Podest können stehen, war natürlich ein gewisser Befreiungsschlag. Es hat wirklich gut getan. Und jetzt probieren wir natürlich den Schwung weiter in die ganze Saison mitzunehmen. Das heisst natürlich immer dranbleiben, arbeiten, probieren zu verbessern. Wir waren ja auch eben im Testen. Wir haben wirklich, das Team setzt da alles dran, dass wir mindestens auf diesem Niveau können, weiterfahren können. Das wäre natürlich das Team. Ja. Vielleicht noch gleich kurz zu dieser Rückkehr eben aus der Königsklasse wieder zurück in die Moto 2. Wie war das für dich? So. Gut, das letzte Jahr ist Katastrophe gsi. Ja. Da ist wirklich alles schief gegangen, was hätte schief gehen können. Angefangen zeigt dort mit dem Team, wo ist wirklich verkehrt. Das kann man nicht anders sagen. Wir haben uns streiten im Managementbereich, Teamchef, Teambesitzer und so weiter. Und ist das alles sportliche schlussendlich in den Hintergrund gerückt. Und es war sowieso für mich eine Mammutaufgabe gewesen, mit dem Material, das ich hatte, ohne Erfahrung. Das erste Jahr in dieser MotoGP-Klasse die ganzen Sachen zu lernen, ist es einfach umso schwieriger geworden, weil schlussendlich keine Unterstützung und kein Support mehr da war. Und allein kann man so eine Aufgabe nicht bewältigen. Und dann ist eben eins ums andere gekommen und dann ist das absolut schief gegangen. Ich habe mich dann wirklich gefreut auf eigentlich die Chancen, die ich in der Moto2-Klasse wieder bekomme. Vor allem bei dem Team, wo ich jetzt bin. Es sind sehr motivierte Leute und die haben mir von Anfang an das Gefühl gegeben, wirklich, ja, dass sie glauben an mich, dass ich noch Rennen fahren kann, dass ich schnell Rennen fahren kann. Und das war eine riesige Motivation für mich, natürlich auch möglichst gute Saison vorzubereiten. Ja, das hat sich jetzt gezeigt. Also, du hast dich wieder voll definitiv gefangen. Was sind deine Ziele? Ja, eben jetzt den Schwung mitnehmen, wie ich es vorhin gesagt habe, in der Saison. Und möglichst natürlich um den Titel mitkämpfen, klar.
Aber die Saison ist noch lang. Es kann noch viel passieren. Es wird auch noch viel passieren. Es ist eine sehr enge Klasse, die Moto2-Klasse. Zurzeit bin ich jetzt auf dem WM-Rang 2. Also, das ist alles okay. Aber wie gesagt, es gibt noch viele Punkte zu verteilen. Und das ist jetzt schon wichtig, dass wir den Fokus behalten und eben schön sauber weiterarbeiten. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ich wünsche dir auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg. Du bist schon ein bisschen wie aufgehoben. Du musst dann noch ins Training, gell? Du musst noch ein bisschen auspowern. Merci vielmals für den Tag. Man hat auch gemerkt, er hat sich zwar Zeit genommen für uns jetzt, aber man hat gemerkt, er ist schon ein bisschen busy. Also er hat seine Termine, er hat seinen strikten Plan, wo er wann muss sein. Und wirklich viel Zeit hat er also nicht. Aber es ist gleichwohl. Es war ein super Tag. Und nächste Woche wird es kalt und nass. Der EHC Bio-Goalie Jonas Hiller will mir sein Hobby Kiten näher bringen. Er zeigt mir auch, wie und wo er mit seiner Familie wohnt und erzählt über seine andere Leidenschaft, die Autos. Bis nächste Woche also. Typisch Michel wird euch präsentiert von Schöneck Garage Spiez, euer Ford-Spezialist im Berner Oberland. Und mit Leib und Seele von Ernie. Haar, Kleid, Bar, Spa.